Es scheint, dass mir das Gold, das ich gehen bezahlt habe, nur eine Audienz bei Aaron Linvale erkauft hat. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass mir die Schattendiebe helfen werden. Aran hat mich gebeten, mehrere Aufträge für ihn zu erfüllen. Wir sollen helfen, die Schäden zu begrenzen, die durch den Gildenkrieg verursacht wurden. Die Schattendiebe sind nur bereit und fähig, mir zu helfen, wenn ich diese Aufgabe erfülle. Zuerst muss ich die Bewachung in einem Lagerhaus der Schattendiebe verstärken. Aran ist sich sicher, dass das Lagerhaus angegriffen werden wird. Ich sollte diese Nacht ins Hafenviertel gehen und mich mit einer gewissen Mook treffen. Mook wird mir weitere Anweisungen erteilen. Sobald die Angelegenheit ausgestanden ist, soll ich Aran Bericht erstatten. Die Aufgabe mag zwar recht langweilig sein, aber immerhin hat er sie mir mit ein paar magischen Gegenständen versehen. Wenigstens kann man sich in dieser Beziehung auf sein Wort verlassen. Ja, Ring, Halskette. Und den Ring haben wir ja bei dem anderen Typen gefunden. Also hierhin zurück. Das heißt, Harry. Ring der Dietriche. Schlösser öffnen. Amulett der Macht. Der Träger erhält plus 5-mal Regieresistenz und ist immun gegen Energieverlust. Der Träger kann wortlos zaubern und erhält minus 1 auf die Initiative beim Zaubern. Und einen Schutzring plus 2. Du kannst keinen Schutzring tragen. Du auch nicht. Den kriegst du mal. Der passt zu deinen Diebeshandschuhen. Schutzring plus 2 wäre nicht schlecht, aber Dings haben wir niemanden, dem wir den geben können. Außer Eri natürlich. Und ja, das Amulett. Kriegst du mal, was macht das? Das war eigentlich auch, das war. Oh Scheiße, jetzt haben wir Zauber gelöscht, oder? Ja, super, ich habe auf Stufe 2 gerade alle Zauber gelöscht. So. Da war Hast. Da war Steinhaut. Alles andere passt so. Den Ring hebt Kenton allerdings mal auf. Genauso wie das Amulett. Das kann nur von Klerikern verwendet werden. Du zählst leider als Druidin. Gestaltwahrung. Schildamulett. Weißt du was, das kriegt Keldorn. Nein, das lassen wir bei Talisa und das da bleibt auch bei Talisa. Fragt nur. Nun gut. Wie lange hebt eigentlich der Schutz vor Lebenskraftentzug?
5 Runden, okay. Ihr müsst. Das sind 30 Sekunden, nicht wirklich lange. Oh. Was möchtet ihr? Oh, das ist sogar schon dunkel. Das trifft sich ja gut. Das heißt, wir können zu den Werften gehen. Für ein Kupferstück breche ich jemandem einen Arm oder ein Bein. Auch dir selber? So, damit war ja hier gemeint, oder? Ja, Muck. Passt bloß auf. Ich habe gute Augen. Das ist ein großartiger Abend, um in den Docks zu sitzen, wo einer den Gestank der Fische hereinwirkt. Ihr müsst Talisa sein. Derjenige, den Aran aussandte. So ist es, ihr müsst Muck sein. Das bin ich. Verdammt gut, hier Rückendeckung zu haben. Ich habe von euch gehört. Habt euch einen Namen als Abenteuer gemacht. Danke, ich tue mein Bestes. Seid ihr nicht ein wenig zu heroisch, um nur Wahl für Aran zu bewahren? Genug der schönen Reden, lass uns zum Geschäft kommen, wie es die Lage ist. Es ist nur ein kleiner Pfad auf der Straße zu einer weiteren Heldentat. Ich bin glücklich, eine Rolle in eurem kleinen Drama zu spielen. Könnt ihr mir sagen, wie die Lage ist? Die Lage ist die, dass ich die gleiche Person viermal vorbeikommen sah. Jedes Mal sah er ein bisschen anders aus, aber ich weiß, dass es der gleiche war. Woher wisst ihr das? Ist euch sonst nichts Merkwürdiges an ihm aufgefallen? Vielleicht wohnt er ja hier. Nicht so, dass man sich Sorgen machen müsste. Ich sag's euch, wenn mir was Wichtiges auffällt. Vielleicht wohnt er ja hier. Er streifte durch die Gegend und beobachtete mich. Nun, da ihr hier seid, kann ich vielleicht etwas über ihn in Erfahrung bringen, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Klingt wie ein ausgezeichneter Plan. Falls es der Mann ist, den wir suchen, wird es nicht lange dauern, ehe er sich wieder zeigt. Wir haben unsere Antwort. Da kommt er wieder. Er sieht bei Nacht anders aus. Irgendwie gruselig. Wartet hier, ich werde herausfinden, was da los ist. Hey da, Freunde. Schöner Abend für einen kleinen Spaziergang, nicht wahr? Mook, ich habe euch gesucht. Wer spricht da zu mir wie ein alter Bekannter? Das ist passend, Mook, denn ich habe euch beobachtet. Ach ja, was für dem Schilde. Wirklich, meine Schöne, es wird Zeit für euch, dieses Leben zu verlassen. Die Beutestücke der Verbrechen eines anderen Mannes zu bewachen, ist kein Leben für eine Frau. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung haben. Vielleicht entscheide ich mich zu bleiben, wo ich bin. Wenn ich den schwierigen Weg, Schwächling, ihr werdet auf jeden Fall zu mir kommen. Erwartet keine Hilfe von diesem Abschaum. Ihr Tod wird so, wie es in den Sternen steht, heute Nacht stattfinden. Zu mir, Talisa. Verrat liegt in der Luft. Ha, ha, ha. Ja. Verdammt zu eure Seele, Emporkömmling. Ich habe euch nicht zum letzten Mal gesehen. Keine große Herausforderung. Tja, das war's mit Mook. Ja. Ich habe Mook im Hafenviertel getroffen. Sie hat mir von einem Mann berichtet, der schon mehrere Male ums das Lagerhaus geschlichen ist und es offenbar auskundschaftet. Als er erneut auftauchte, hat sie ihn angesprochen und er hat sie einfach getötet. Wir haben den Mann, oder besser gesagt dieses Wesen, besiegt. Er hat sich vor unseren Augen in eine Nebelwolke verwandelt und uns bei seiner Flucht noch übel beschimpft. Ich bin mir sicher, das ist ein
Ereignis, das die Aufmerksamkeit Arans erregen wird. Ich sollte ihm am Morgen Bericht erstatten. Können wir ihm nicht jetzt schon Bericht erstatten? So, wir müssen wieder da drüben rein. Naja, der letzte Ausgang führt wahrscheinlich hier raus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Nun gut. Fragt, was immer ihr wünscht. Wurde aber auch Zeit. So. Wenn ihr es wollt. Was habt ihr zu berichten? Was habt ihr zu berichten? Es ist nicht, wie ihr es erwartet habt, wenn ich auch, euch auch mitteilen muss, dass Muck ermordet wurde. Sie haben angegriffen und es war viel gefährlicher, als ich gesagt habe. Muck ist tot. Muck ist tot, aber die Lagerung ist in Sicherheit. Jetzt bedanke ich, wofür ich bezahlt habe. Nehmen wir das erste. Das ist traurig. Sie war ein Freund. Ich hatte gehofft, dass uns eure Unterstützung vor möglichen Todesfällen bewahren würde. So viele meiner Leute sind in letzter Zeit zu Tode gekommen oder werden vermisst. Sie schienen sie zu kennen, doch sie wusste nichts von ihnen. Was geht mich das an? Sie war euer Problem, nicht meins. Ich weiß eure Sorge zu schätzen, aber können wir uns jetzt wieder zu unserem Geschäft zuwenden? Nehmen wir das erste. Die Ereignisse bestätigen meine Befürchtungen. Diese rivalisierende Gilde weiß genau, was wir tun. Wahrscheinlich aufgrund der Verräter, die zu ihnen übergelaufen sind. Wir müssen weitere Verräter davon abhalten, uns zu verlassen. Zwei unserer Männer, Jailos und Kayen, planen, unsere kleine Gemeinschaft zu verlassen und zum Feind überzulaufen. Woanders ist das Gras immer grüner oder irgend sowas. Naja, ihr wisst schon. Sie sollen ihre Kompaktperson im ersten Stock der Schenke der fünf Krüge im Brückenviertel treffen. Geht dann hin und stellt euch als einer der neuen Rekruten unseres Feindes vor. Ich will wissen, wo sie das Versteck des Feindes befindet, wo sich das Versteck des Feindes befindet. Das müssen wir noch finden. Dieser Rekrutierer kann jeden Moment eintreffen, also solltet ihr euch besser jetzt auf den Weg zu den fünf Krügen machen. Sie könnten sich als unvernünftig und unzumutbar herausstellen, also seid auf Feindschaft gefasst. Kommt wieder, wenn ihr die benötigten Informationen habt. Ich warte. Okay. Ah, deswegen war das so leicht. Aber zum Glück war das nur der eine Kampf. Stufe aufsteigen. Ein Priesterzauber 4 und einer 5. Zwei Trefferpunkte sagen konnte. Das ist alles nicht schlecht. Das ist nochmal Schutz vor Lebenskraft hinzug. Ich nehme allerdings lieber die Genesung. Und hier. Eine große Heilung. Wobei, ich nehme nochmal so eins, weil das ist recht, doch recht mächtig. Hier einen Stärkepunkt für je drei Stufen. Bis zu 24 Maximum. Das müsste ich jetzt erreicht haben. Ich kann ja mal spaßeshalber sprechen. Ein temporärer Stärkepunkt je Stufe, ein Stärkepunkt je drei Stufen und Max Schaden. Das heißt, wenn ich das jetzt mal spreche. Der hat ein großes Bart hier, fällt mir gerade so auf. So. Haben wir 150 Lebenspunkte und ja, 24 Stärke. Damit haben wir eine Idee von. Oh. Das ist böse. Natürlich.
So, sammeln wir unsere Gruppe und dann speichere ich mal. So, Spiel speichern. Das ist jetzt LP 035. Jetzt geht's halt hauptsächlich mit der Hauptstory weiter, weil das offene Welt haben wir jetzt größtenteils hinter uns. Außer einige Nebenquests in ich bin so glücklich, bei euch zu den sein. Nächsten Gebieten. Ich hätte nie gedacht, dass wir ruft. So großartige Taten vollbringen. Ach, Kaedon hat auch ein Level-Up, sehe ich gerade. Ja? Also noch Stufe aufsteigen bei Kaedon. Rettungswürfe. ETW und 3 Trefferpunkte, okay. Und ich sollte nicht vergessen, das hier zu machen. Und dann überspeichern wir das Ganze mal. So. Aber jetzt ein Cut. Also, bis gleich.